Soll Deutschland die Todesstrafe einführen? Die einen sagen, die Todesstrafe verstößt gegen Menschenrechte. Leben ist heilig oder der Staat darf nicht töten. Und einige andere sagen, geil, Todesstrafe, alle töten, töten, töten. Zumindest wird aktuell wieder darüber diskutiert und zu verdanken haben wir das diesem Sonnenschein hier, Thomas Seitz für die AfD im Bundestag. Und Seitz ist dafür bekannt, regelmäßig derart grenzwertige Statements rauszuhauen, dass er sogar schon seinen Beamtenstatus verlor. Unter anderem hatte er den früheren amerikanischen Präsidenten Barack Obama als Quotenneger bezeichnet, der nur aufgrund seiner Hautfarbe in dieses Amt gelangt sei, und auf Facebook ein Bild verbreitet, auf dem eine Koranausgabe in der Toilette runtergespült wurde. Seitz gibt in Sachen rechter Provokation alles. Ob Kopftuchmädchen oder Messermänner, alles, was unsere Wähler wollen. Dieser wortgewandte Zeitgenosse hat in der letzten Woche das Verbot der Todesstrafe in Deutschland angezweifelt. Was war passiert? Die Zeitung Welt hatte online einen Artikel veröffentlicht über einen abgelehnten Asylbewerber, der nun wieder in Deutschland ist. Er hat in Stuttgart erneut einen Antrag auf Asyl gestellt. Wie eine Sprecherin des Regierungspräsidiums bestätigte, ist dies laut deutscher Rechtslage möglich. Daraufhin reagierte Thomas Seitz auf Twitter folgendermaßen. Für solche Fälle braucht es eine wirksame Abschreckung. Dafür darf eine Änderung von Artikel 102 Grundgesetz kein Tabu sein. Änderung von Artikel 102 Grundgesetz? Die entsprechende Stelle im Grundgesetz besteht aus nur 4 Worten. Die Todesstrafe ist abgeschafft. Und da sollte man jetzt also drüber nachdenken, das zu ändern. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Jemand wird abgeschoben, beantragt später erneut Asyl, was legal ist, und ein AfDler reagiert mit: Ja, wir brauchen jetzt mal zur Abschreckung Todesstrafe! Todesstrafe für was? Für einen legalen Asylantrag? Für Menschen aus Kamerun? So viele Fragen! Dass man die Wiedereinführung der Todesstrafe zum Thema macht. Das passt natürlich irgendwo auch wieder super zur AfD. Also wo will man nicht überall die Zeit zurückdrehen? Eheverbot für Schwule und Lesben, Ausstieg aus allen Klimaschutzabkommen, Lockerung der Waffengesetze, Gelder für NS-Gedenkstätte streichen. Zusammen mit dem Todesstrafen-Joker gibt es einen beeindruckenden AfD-Royal-Flush, Marke volle Kraft zurück in die Vergangenheit. Nachdem die Reaktionen auf seinen konstruktiven, juristischen Vorschlag so ziemlich vernichtend ausfielen, folgte auf seinen 114-Zeichen-Tweet eine 7391-Zeichen-Stellungnahme. Das ist ja alles ganz anders gemeint war. Ja, also war natürlich klar, diese verdammten Gutmenschen, die lesen da wieder irgendwelche Skandale rein. Ja, also nur weil man sagt, man sollte die Todesstrafe ist abgeschafft ändern, heißt es direkt, man wolle die Abschaffung der Todesstrafe ändern. Vielleicht wollte man nur einen total süßen Hund dazu malen. Schon mal darüber nachgedacht? Für viele Menschen ist die Abschaffung der Todesstrafe eine demokratische Errungenschaft, dass man dem Staat diese Macht weggenommen hat, die eigenen Bürger töten zu dürfen. Aber scheinbar stimmt es, dass Geschichte sich nicht geradeaus nach vorne bewegt, sondern immer irgendwie wieder im Kreis. Denn mittlerweile gibt es wieder viele Menschen, die bereit dazu sind, dem Staat dieses Tötungsrecht wiederzugeben. Jeder dritte Jurastudent würde die Todesstrafe einführen, heißt es in einer entsprechenden Langzeitstudie. Das sind die Leute, die in Zukunft unser Rechtssystem tragen sollen. Ich finde das unfassbar gruselig. Und das Bundesland Hessen hat zwar vor kurzem die Todesstrafe aus seiner Verfassung gestrichen, angewendet werden konnte sie laut Grundgesetz eh nicht, aber bei der dazugehörigen Volksabstimmung zeigte sich auch, dass jeder sechste Wähler für die Todesstrafe war. Die Todesstrafe ist aus meiner Sicht falsch, auf allen Ebenen. Und auch diese Argumente für die Todesstrafe, ja? Also es heißt ja manchmal, die Todesstrafe soll vom Morden abschrecken. Ja, Entschuldigung, ja, aber wenn du jemanden umbringen möchtest, so, dann wirst du das auch tun, dann wird sich auch nicht interessieren, ob du dafür 15 Jahre, 25 Jahre, lebenslang oder die Todesstrafe bekommst. Wenn jemand sich in so einem Blutrausch irgendwie befindet, so, es wird ihn einfach nicht interessieren. Und gucken wir doch gerne mal in Länder wie die USA, Pakistan, Indien oder Nigeria. Das sind alles Länder, die haben die Todesstrafe. Und was haben sie kurioserweise noch? Sie haben einige der höchsten Mordraten der Welt. So, also dieses Argument, dass Todesstrafe Morde verhindert, das halte ich dementsprechend einfach für absoluten Unsinn.
Gleichzeitig wissen wir heute aus den USA, dass dort mindestens 4% der zum Tode Verurteilten unschuldig sind. Wenn nur eine einzige unschuldige Person zum Tode verurteilt wird, dann ist das schon eine skandalöse und nicht wieder gutzumachende Tragödie. Aber allein in den USA sind es Hunderte. Und wir in Deutschland, wir können wirklich stolz sein auf unser Grundgesetz, das die Abschaffung der Todesstrafe ganz klar festlegt. Aber am Ende des Tages sind Gesetze auch nur Papier und Tinte. Es braucht Juristen, Politiker und eine starke Zivilgesellschaft, die diese Meilensteine der Demokratie wertschätzen und verteidigen. Denn wenn das nicht geschieht, dann werden Gesetze irgendwann wirkungs- und bedeutungslos. Also wie gesagt, es ist nur Papier und Tinte, wenn wir diese Werte nicht wirklich leben. Gesetze werden irgendwann wieder ausgehöhlt, umgeschrieben, abgeschafft, je nachdem, wer gerade an der Macht ist. Und die Anzeichen dafür, dass in Bezug auf die Todesstrafe die Dinge durchaus nicht in Stein gemeißelt sind, die sieht man heutzutage leider immer deutlicher.